Soll ich mit der Benjamin Jesse? Jesse, Ben Benjamin ist hier. Schön, dass Sie es ja sagen können, Herr Jesse. Sie haben sich ja für unsere Zahnzusatzversicherung interessiert bei der Ergo. Ihr Geburtsdatum, der 1.8.78, ist auch soweit richtig, ja? Ja. Sehr gut. Um für Sie dann den passenden Tarif einmal ermitteln zu können, benötige ich kurz Ihre Mithilfe. Da wäre meine erste Frage auch schon, ob Sie gesetzlich versichert sind, so wie ich als Beispiel. Was heißt das? Also ich melde mich ja für die Zahnversicherung, Versicherung für Zähne. Ja, das habe ich verstanden. Genau, dafür haben Sie auch Interesse gehabt. Wo denn? Was denn? Also Sie hatten mal im Internet an einer Umfrage am 9.4. teilgenommen, desbezüglich melde ich mich. Ach so, ich wundere mich gerade schon so spät, einen Anruf für das zu bekommen. Ja. Wie lange also, musst du arbeiten, Kollege? Das ist ja nicht normal. Bis 20 Uhr. So lange? Na, das schaffen wir aber. Ja, genau. Aber das ist gute das Stimmung, ne? Das ist gut. Genau, super. Herr Jesse, genau, also um für Sie dann den passenden Tarif ermitteln zu können, stelle ich Ihnen gerade 3-4 Fragen, Sie beantworten die mir und dann kann ich Ihnen empfehlen, was zu Ihnen passen würde. Meine erste Frage. Was war das gerade? 43 Fragen? Nein, 3 oder 4 Fragen. Was? Meine Güte, es ist so viel Aufregung am Abend, vertrage ich nicht. Sehr gut. Das ist ja gar nicht so schlimm. Sie sind gesetzlich versichert, ne? Also AOK, DAK. BKK, ja. Genau, sehr gut. Haben Sie schon mal Zahnersatz bekommen? Zum Beispiel Kronen, Brücken oder Implantate? Ja, hab ich. Was haben Sie denn schon? Implantatens. Implantate auch, also wie viel haben die Implantate denn gekostet? Die sind ja sehr teuer. Das war ein schweineteurer Spaß. Was habe ich bezahlt für 4 Stück? 5.000 irgendwas. Ja, genau, 5.000, da kommt hin, die kosten ja pro Zahn zwischen 1.500 bis 4.500 Euro, das ist immer sehr viel Geld. Ja, das habe ich Glück, dass meine Frau ist bei diesem Arzt in Familie, sonst wäre noch viel teurer geworden. Ja, und wie viel mussten Sie dann durch Ihre Frau bezahlen noch? Ne, das ist das, was ich noch bezahlt habe, normal wären noch mehr gewesen. Ja, okay, verstehe. Da haben Sie Glück gehabt. Muss man ja auch mal haben. Ja, nur deswegen. Ja. Also, bloß nicht sagen. Nein, das darf sie nicht hören. Niemals. Sehr gut. Befinden Sie sich zurzeit in einer Behandlung, also Zahnbehandlung, oder wurden Ihnen bereits Zahnersatzmaßnahmen angeraten? Nein, ich bin jetzt zu Hause. Ich bin nicht bei Zahnarzt. Und der Zahn hat auch nicht gesagt, dass da jetzt in Zukunft was gemacht werden muss. Na doch, ich muss noch bei Juli nochmal zu einer Schleifung, weil ist dein Teil nicht ganz gut. Ah, okay, verstehe. Aber die sind fertig, falls du das meinst, Kollege. Genau, das meinte ich, super. Gut. Sehr schön. Gehen Sie auch zur professionellen Zahnreinigung? Zu was? Zahnreinigung, zur professionellen Prophylaxe. Ja, jeden Abend mache ich und jeden Morgen. Ja, zu Hause machen Sie das sehr gut. Aber gehen Sie auch dafür zum Zahnarzt, damit er das macht? Oi, weh, nein, der will 50 Euro dafür haben. Ja, genau, das ist sehr teuer. Würden Sie das gerne anfangen, also wenn Sie dafür nichts bezahlen müssten? Ich mag Geld, ich nehme alles, was kriege ich geschenkt. Sehr gut, super. Dann, Herr Jesse, würde ich Ihnen gerne unseren DS75 einmal vorstellen. Ich frage jetzt einfach mal, steht bei deines Computer Jesse oder Vor- oder Nachname? Also hier steht Benjamin Jesse. Nein, Jesse ist Vorname und Benjamin ist Nachname. Ach so, dann ist es einmal umgekehrt. Ja, deswegen nicht, dass hinterher kriege ich Stress oder so. Nein, Quatsch, das würden wir uns nochmal zusammen anschauen. Aber super, dann weiß ich Bescheid, Herr Benjamin. Das ist Ben Benjamin, Ben-Benjamin, das heißt Sohn von Benjamin. Sehr cool, das ist cool. Das ist so wie bei den Wikingern, dass einer Jonsson heißt, das ist dann der Sohn von Jens. Das ist sehr schlau. Das muss man wissen. Recht. Wird nur schwierig, genau. wenn jemand Benjamin heißt, dann alle denken, weil mein Bruder heißt Ben und auch sein Vater natürlich Benjamin, darum Benjamin. Ist so wie dieser deutsche Name Claire Grube oder reiner Zufall. Ja, diese Eltern gehören geschlagen. Oh, es ist ein lustiges Mann bei Telefon, ist gut. Ich habe schon ein bisschen Wodka getrunken, ich habe auch gute Laune.
sehr schön, das freut mich sehr, das macht meinen Job auch besser. Das macht das ist gut, das ist, muss ja auch ein bisschen Spaß, weißt du, Schnauze immer noch wehtut und Schmerzmittel wirken besser, wenn hat man ein bisschen getrunken. Da haben Sie recht, da haben Sie recht. Hat Doktor super. Gesagt, ist nicht so gut, aber ich lebe nur einmal. Da haben Sie auch recht, aber trotzdem auf die Zähne aufpassen, weil Alkohol tut Zähnen nicht gut. Und deswegen brauchen Sie auch eine Versicherung, Herr Benjamin. Guck mal, der Mann so. Ist ein guter Verkäufer. Du kannst bei mir im Schmuckladen anfangen. Ja, was verkaufen Sie denn? Schmuck. Nein, kein pures Gold, aber es sind auch Ringe und Kettchen und alles. Und wie jetzt auch mit Bitcoin machen. Also nicht bei Laden. Ja, aber sehr cool, das ist sehr schön. Ja, da hat neulich einer angerufen, das hat sich auch sehr gelohnt, er hat auch zu spät angerufen. Ich sollte nur noch so spät ans Telefon gehen, weil Polizei kann es nicht sein, die arbeiten nicht so lange. Ist sehr gut. Da haben Sie recht, wenn es am Abend Telefon klingelt, dann heißt es nur Geld. Sehr ja, schön. Oder die Feuerwehr ruft an, dass das Haus brennt, aber das ist auch schon mal gewesen. Aber ist lange her. Aber ich hoffe, Sie hatten eine Hausratsversicherung. Das war nur der Stall von den Hühnern. Ah, okay. Aber die Hühner leben noch. Nein, aber sie waren schon gebraten. Sehr gut, ich mag Ihren Humor. Ja, der ist so schwarz wie die Nacht. Aber hey, ich spreche Hebräisch, ich spreche Englisch, Deutsch und dann spreche ich sarkastisch. Ist die schönste Sprache der Welt. Genau, da verstehen sich alle. Und das Gute oder Traurige ist, Menschen sagen immer, höre ich mich an wie dieses Person von Film Borat und dann kann ich mir das erst recht erlauben, immer schön reinzuschlagen, wenn ich sage dann immer, ich bin Synchronsprecher. Ja, das ist eine gute Ausrede. Ja, hast du Borat gesehen, das Film? Ja, ich habe gesehen. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Gut, aber dann würde ich Ihnen gerne weiter den Tarif vorstellen. Und zwar, da sieht es so aus, da haben Sie bei uns immer 100% bei der Regelversorgung. Das heißt für Kronen, Batterie? Rücken, für Regelversorgung. Was heißt das? Warte mal kurz. Dir mal, Wodka, пожалуйста. Ich muss gerade mal kurz Nachschub organisieren. Kann weitergehen, ich habe Bestellung, ist aufgegeben. sehr gut. Also das bedeutet, eine Regelversorgung ist ja dann, wenn die Krankenkasse was dazu bezahlt. Zum Beispiel, Sie kriegen eine Krone, die Krankenkasse was bezahlt was dazu. Das ist dann eine Regelversorgung. Und bei diesen Situationen, für Kronen, Brücken, Prothesen und Stiftzähne, haben Sie dann keine Zuzahlungen mehr. Was ist ein Stiftzahn? Stiftzahn ist quasi, wie soll ich das erklären? Sie wissen ja, Sie haben ja Implantate. Was lieber, Bratan? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Das ist ja nicht so schlimm. Sie haben ja Implantate. Und der Stiftzahn ist quasi die Vorstufe davon. Wenn man nicht so viel Geld hat für Implantate, dann macht man im Zweifel einen Stiftzahn. Also das, was man bei Deutschland sagt, Milchzähne oder was? Sie müssen sich das vorstellen, das ist quasi ein Zahn, da ist ein Stift, der kommt in Ihren Zahnfleisch rein und auf diesem Stift ist dann quasi die Krone. Ja, das haben die bei Implantat auch diese Schraube da reingeprügelt. Genau, und das ist nicht eine Schraube wie bei Ihnen, sondern nur ein Stift. Das ist wie ein Bleistift, so eine Spitze, die wird da rein, die ist halt nicht so gut, ne? Nee, das bei Blei ist ja giftig für das Körper. Ja, da hat man schon aufgepasst. Also das ist dann aus Metall oder glaube ich aus auf jeden Fall richtigem Stoff. Bei mir Titan war sau teuer. Ja. Aber ist gut. Ja, genau, deswegen. Genau, und die halt, also Prothese, Stiftzahn, Krone, Brücke, da bezahlen sie dann nichts mehr. Wenn der Arzt sagt, wir müssen das und das machen und sie dann eine Rechnung dafür kriegen, haben sie von uns 100%. Das heißt, da zahlen sie gar nichts mehr. Ach so, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Und bei Implantaten, wie bei Ihnen zum Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, ein Implantat kostet ja 1.500 bis 4.500 Euro. Ist so. Genau, und die Krankenkasse bezahlt bei solchen Sachen gar nichts dazu. Das müssen Sie ja dann immer alles alleine zahlen. Ja, das sind wie gierige Stadtparktauben. Genau. Und da kriegen Sie aber von uns 75% dazu. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, Sie hätten 5 Implantate gemacht, a 2.000 Euro, dann haben Sie eine Rechnung von 10.000 Euro, aber wir bezahlen dann 7.500 Euro davon. Ach, das ist gut. Genau, also 75% kriegen Sie dann für Implantate dazu. Das heißt, Sie hätten, wenn Sie dann mit damit zu dem Zahnarzt Ihrer Frau gegangen sind,
hätten sie noch weniger bezahlt. Weniger Geld bezahlen ist immer gut. Selber mehr Geld haben ist immer sehr gut. Ich mag Geld. Genau, ich auch. Deswegen, wir wollen ja beide reich werden. Hast du, dann müssen wir mal, hast du schon mal mit Bitcoin gemacht? Noch nicht, aber ich interessiere mich sehr darin. Dann können wir nachher gleich mal weitersprechen. Ich habe ein gutes Portfolio. Wir haben jetzt gerade massenhaft Dogecoin gekauft. Echt? Ja, wir hier mit ganzes Kollegas. Okay, und wie viel haben Sie da rein investiert? Wir so Kontrakt machen, so als GBR, Gesellschaft Bürgerliche Recht, dass wir dann eine faire Teilung haben. Wir 20.000 nehmen und heute schon 680 profiert. Echt? Ja, ist gestiegen. Wir haben gute Tipp bekommen. Das, okay, da kann man sich auch Zähne leisten. da haben Sie recht. Soll das in Zukunft? Was haben Sie denn noch für Tipps? Also, vielleicht können Sie mir helfen, ich helfe Ihnen, Sie helfen mir. Ja, das ist gut. Guck mal, können wir machen wie bei den Kommunisten. Jeder hilft dem anderen. Also, was auf jeden Fall kommt, ist dem Gold immer wertvoll. Aber jetzt Menschen merken, kann ich mir das Feinunz gar nicht leisten. Jetzt Menschen viel Silber kaufen, viel Kupfer kaufen, Mithril kaufen, den ganzen Grundstoffmetallen für alle Industrien. Sind auch sehr gut geworden. Wir wollen als nächstes machen. Ah, Sie wollen als nächstes in Rohstoffe gehen? Ja, weißt du, Bitcoin, heute Morgen kann Angela Merkel steht auf, hat sie schlecht geschissen, verbietet Bitcoin, kann man nicht mehr mitmachen, aber Gold können sie nicht verbieten. Ja, aber auch bei Bitcoin können die auch nicht verbieten. Naja, sie können sagen, Handel bis jetzt oder man muss Steuer machen und alles, sie können ja alles verbieten. Ja, so wie auch mit Badesalz. Ja, da haben Sie recht. Ist alles nicht so. Wie viel möchtest du investieren? Also Mindestbetrag ist 250. Ah, okay, das ist noch okay. Ja, ist gut. Ja. Wie sollen wir machen? Visa, Master, Überweisung? Nein, also soweit noch nicht. Erstmal, Herr Benjamin, will ich Ihnen erstmal das erzählen, wofür ich angerufen habe. Ja, das kannst du jetzt schon. Jetzt müssen wir ein bisschen Deal machen. Wir sollen uns ja gegenseitig helfen. Ich muss den Gefallen jetzt sehr erwidert machen. Ja, deswegen nur Tipps, in welche Aktien oder wo ich investieren soll. Gib mir mal dein Instagram. Nein, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Weil mein Chef mich kontrolliert. Ich kann nicht hier... Der kontrolliert dein Instagram? Nein, aber meine Arbeit. Ja, aber dann weiß der doch nicht, was wir bei Instagram schreiben. Nee, aber er weiß ja dann, dass ich ihm das per Telefon gegeben habe und das darf ich nicht. Woher will der das wissen? Weil mein Chef hier neben mir ist, also er ist hier im Büro, er hört ja, was ich sage. Ah, Shalom, das ist nicht gut. Nee. Aber dann gebe ich dir, schreib mal mein Instagram auf. Ja. Hast du Papier? Ja. Ist komischer Name, AIDS wie den Krankheit. Okay. Verseuchte wie Seuche. Ja. Stinkt dir Mama. 93. Okay. Kannst du nochmal vorlesen? Ich kann das nicht wiederholen, aber ich habe es mir aufgeschrieben. AIDS verseuchte stinkt dir Mama. 93. Das ist unser Handelclub. Wir haben Namen genommen, was kein Mensch drauf kommt. Ja, das, ich merke schon. Haha, ist großer Spaß. Muss ja dealen und Profit muss Spaß machen. Weißt du, bei Zahnarzt ist schrecklich, aber bei Geld muss man lachen. Das stimmt. Ja, das ist so. Du lachst ja auch gerne. Ja. Hast du diesen Beruf gelernt oder ist ein Nebenjob? Nee, ich hab's gelernt. Das ist gut. Dann kannst du bei unserem Bitcoin Callcenter anfangen. Ja, das wäre cool. Bezahlen die gut? Die bezahlen gut, ja. Ja, ist es Tarifvertrag oder ist privat? Normaler Arbeitgeber. Normaler Arbeitgeber, aber von der Versicherung direkt oder ist Subunternehmer? Versicherung direkt. Du bist direkt bei Ergo angestellt? Ja. Oh, also, dann Subunternehmer. Ja, guck mal, es hätte mich doch auch sehr gewundert, weil Ergo arbeitet nach Tarifvertrag. Du darfst zu spät gar nicht mehr arbeiten. Genau. Siehst du, musst du dich mal da umorientieren. Was zahlen die eine Stunde? Ich mache dir bessere Deal. Was haben sie denn für ein Deal? 20 plus 5% von dem, was die Kunden für Bitcoin investieren, wenn die auf Krypto-Plattform Anmeldung und erste Einzahlung machen.
20 die Stunde plus 5% dann Provision. Ja, wenn der ein Einzahlung macht das erste Mal, da gibt, weil du hast den geangelt, dann gibt Kohle. Und dann muss man gucken, wenn es gute Kunde, dann auch mal Fahrrad oder so. Aber erst mal ist Einstiegsgehalt. Was hast du gelernt, Kaufmann für Dialogmarketing? Ja. Ja, also, Berufsausbildung? Ja, also hier zum Versicherungsverkäufer. Ach so, hast du richtig gelernt? Ja. Oh weh, dauert 2 oder 3 Jahre? 3. 3. Was hast du für Durchschnittnote gehabt bei Schule? Also meine Realabschluss, also da war ich bei 3. Nein, bei Berufsausbildung, IHK. Beruf meine ich ja. Oder bist du noch bei Ausbildung? Nee, die ist fertig. Du hast, die haben wie 19. Nee, ich bin älter. Wie alt bist du? Ich bin über 25. Das glaube ich dir nicht. Echt nicht? Nein. Doch. Dann bist du bestimmt so einer, der nicht raucht und nicht trinkt. Doch, tatsächlich. Will ewig, ich auch. Ewig jung bleiben wie Herakles. Ja, das stimmt. Man würde das gerne, ne? Ja, aber man kann ja das viel dafür machen. Ja, genau. Also da gibt es ja viel. Man muss nur auf sich aufpassen. Ja, aber man muss auch Spaß haben, weil man lebt nur einmal. Genau, deswegen rauchen und trinken tue ich auch gerne. Lieblingsgetränk ist so ein Gin Tonic. Gin Tonic? Das ist ein Gentleman. Ich kann mich dir vorstellen, sieht zu deinem Anzug bei Callcenter. Oben rum Jackett und Krawatte, unten Jogginghose und Sandalen, weil keiner sieht. Man sagt ja immer, weißt du, bei uns ist Anzugpflicht, weil man sagt ja immer, man verkauft besser, wenn ist man gut angezogen. Natürlich. Leute reagieren auf das Aufsehen, was sie entgegenkriegen. Das ist der gute Mann. Das ist sehr gut. Wo ist euer Callcenter? Wir sind in Hamburg. In Hamburg? Oh weh, da bin ich am Wochenende. Ich glaube, wir müssen reden. Wir große Deal haben in Hamburg. Ja, ich schreibe auf Instagram. Der gute Mann, sehr guter Mann. Ich glaube, das ist dein Schicksal. Das habe ich nicht noch nie. Oh weh, das habe ich noch. Kurzes Konzentration, das habe ich noch nicht so viel getrunken, dass ich nicht mehr konnte zu Telefon gehen. Eigentlich wollte ich 1 Stunde früher anfangen, aber die Badewanne war verstopft und ich bin Klempner gelernt. Ich musste reparieren. Ja, kann ich verstehen, oh, aber es ist nicht zu spät. Man kann ja, ich glaube, sie können sehr viel trinken. Sie ja, sehr fit. Ich habe das gelernt, ist Ausbildungsberuf in Israel. Ist sehr gut. Ja. Macht viel Spaß. Ja, aber tatsächlich, Herr Benjamin, wir sind noch nicht fertig bei meiner Versicherung. Nee, sind wir auch nicht. Wir haben noch gerade erst angefangen. Aber wir haben schon so viel geredet. Ja, natürlich. Wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir noch nach meinem Feierabend hier. Das ist nicht schlimm. Ich schicke dir Chauffeur, der kann dich holen. Wir sind bei Berlin. Sie wohnen in Berlin? Ja. Ach so, okay, sehr cool. Das ist klasse Stadt, gibt hier alles, kannst du alles machen, du musst nur wissen, wo du hin musst. Ja genau, man braucht Kontakte. Wie man überall. Braucht Kontakte, ich sag dir, bei Lockdown war ganz verrückt, konntest du hier nichts machen. Meines Bruder ist Prospekt bei Hells Angel, die hatten so eigene Containerlager, wo konntest du trinken, wo konntest du einkaufen, sogar ein Friseur war dort. Cool. Man durfte ja nichts machen. Ja. In dieser Zeit, genau. Die viele neue Mitglieder bekommen. Magst du Hells Angel? Also ich habe von denen gehört. Die sind cool, ja. Gut, weil die auch mitmachen. Nicht, dass du Angst hast vor denen, weil du brauchst ein bisschen Cojones in dem Business. Genau. Gut, Herr Benjamin... Hast du, sag mal, wir haben noch einen Kollegen, das hat immer Probleme mit seinen Schnauze, mit den Szenen. Kann man das für einen mehr als einen Mensch machen? Für mehr als einen Menschen? Ja. Ja, wir machen erstmal nur für einen und danach für weitere. Aber geht, ja, ist jetzt nicht so special offer, nur für mich? Nee, also wir melden uns nochmal diesbezüglich dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall, weil mein Chef sagt, ich muss auch weitermachen. Ja gut, was müssen wir denn jetzt noch machen? Ich rufe Sie morgen nochmal an. Ne, morgen bin ich ja unterwegs, habe ich doch gerade gesagt. Achso, dann können Sie mich ja gerne nochmal anrufen, ist ja gar kein Problem. Ja, kann ich das nur mal wirklich anrufen, was ist hier bei Computer? Weil es ist 0800 Nummer mit 4 Nullen genau, am Ende, da gehst genau, du doch nicht ans Telefon, oder? Genau. Auf Wiederhören, tschüss. Ist das deine eigene Nummer? Nee, tschüss. Alter, du Cockblocker, wirk mich jetzt nicht so ab, was machst du denn? Hallo?
Ich höre noch das Knacken in der Leitung, das sind die Bullen. Hört ihr das auch? Ja, also wenn wieder der Chef alles kaputt macht.